So, jetzt beginnt die Probefahrt, ich merke es schon. Ich merke es. So, wir haben jetzt noch einen zweiten Teil vorbereitet, spontan, was ziemlich cool ist. Also, was heißt so semi-spontan? Ich hatte ja gestern nochmal die Bubble bei Instagram gefragt. So einfach mal, was habt ihr noch für Fragen an Wilbers? Hm. Jetzt bin ich hier mit dem André von Wilbers. Weiß nicht, willst du ganz kurz ein, zwei Sachen noch zu dir sagen? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist André Peters, Geschäftsführer in der Wilbers Products. Und ja, seit einigen Jahren auch schon hier im Unternehmen beschäftigt und für die Entwicklung oder Mitentwicklung des Nivomat-Systems auch mitgewirkt immer. Ja. Genau. Ja, und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach mal 10 Fragen nochmal hier zu stellen und noch eine Antwort von dir zu bekommen. Die Sachen wurden bei Instagram gefragt und ich würde die einfach mal ganz einfach vorlesen und dann gucken wir mal, was du so für Antworten für uns parat hast. Ne? Okay, Frage Nummer 1. Wo liegen die Vorteile zu einem kommerziellen Fahrwerk? Ja, ganz klar. Also beim konventionellen System habe ich halt immer das Problem einer Stahlfeder auf den entsprechenden Federbeinen. Das heißt, diese Stahlfeder bietet letztendlich immer eine gewisse Federrate, eine Federhärte, ja, die ich auch in der Härte nicht verstellen kann. Ich kann zwar über die Federvorspannung die Niveaulage immer anpassen, das kennt man von den Serienfahrwerken teilweise. Ich kann über einen Knopf eben die Feder weiter vorspannen für die Beladung, muss das aber dann im Zweifel auch jedes Mal tun, damit das auch vernünftig, ja, fährt, ob ich mit einem Sozius oder mit Gepäck oder wie auch, ja, immer unterwegs bin. Und das ist einfach beim Nivomat nicht so. Der Nivomat hat einen Synergieeffekt durch diese automatische Niveauregulierung. Mhm. Wird im Speziellen hier in dem Nivomat-Dämpfer, der jetzt auf der linken Seite montiert ist, eine Gasfeder komprimiert. Ja. Und die hat die physikalische Eigenschaft, dass, wenn die komprimiert wird, dann auch entsprechend härter wird. Ja. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann die Federrate, die Stahlfeder, die ich auf dem konventionellen Federbein ja bei diesem Touring-Nivomaten auf der rechten Seite montiert habe, eben so soft auslegen, dass sie für dich als Fahrer völlig ausreichend ist. Ja. Und nur dann, wenn mehr Beladung dazukommt oder ein Sozius dazukommt, ja, wird eben auch Federrate, also die Federhärte, ja, erhöht. Ja, ja. Ja. Also eigentlich eine ziemlich eindeutige Antwort, ja, würde ich mal sagen. Okay, dann einfach die nächste Frage, die finde ich sehr interessant. Für welchen Typ HD-Fahrer lohnt sich denn überhaupt das Wilbers Nivomat? Also zielt ganz klar auf Leute aus, die, sag ich mal, so ein Motorrad wirklich auch mal schnell und sicher bewegen wollen. Also da geht es bei uns immer viel um Fahrkomfort. Ja. Das ist ja das, was das System leisten kann. Ja. Also wir haben unheimlichen Komfortgewinn. Wir haben unheimlichen Gewinn vom Handling her. Also es wird wesentlich agiler, das Motorrad, ja, dadurch. Die Schräglagenfreiheit erhöht sich und bleibt ja durch die automatische Niveauregulierung immer auf einem, ja, Top-Level. Das heißt, wir haben immer diese 20 mm Negativfederweg. Mhm. Und wie gesagt, geht halt ganz klar an die Leute, die viel mit so einem Motorrad fahren wollen, ja, die das wirklich bewegen möchten, die auch mit Gepäck unterwegs sind, mal ohne Gepäck unterwegs sind. Wenn ich jetzt, sag ich mal, da die andere Seite betrachten möchte, wenn wir über Performance-Bagger sprechen, ja, über, ja, Customizing und so weiter, ja, wo man sagt, ich möchte das Ding gerne tief haben und von der Optik schön gemacht haben, da ist es immer ein bisschen konträr, sag, ja, ich mal. Ne? Da sagen wir ganz klar, wir machen die
Motorräder fahrbar mit unserem Vivomat-Fahrwerk. Alles andere, sage ich mal, klar, wir sind da auch mit Harley-Davidson mittlerweile beim Partybagger Race haben wir ein Fahrzeug unterstützt. Ja. Da sitzt auch ein ganz anderes Fahrwerk drin, ne, mit Ausgleichsbelt und so weiter. Können wir auch. Ja. Aber unser Ansinnen ist immer Fahrbarkeit. Ja, kann ich ja nur bestätigen. Ich durfte gerade schon mal fahren und das ist wirklich ein komplett anderes Fahrgefühl. Ne? Ja. Und ich bin echt gespannt auf diesen Langzeittest. Ne? Ja. Gerade jetzt, wenn ich wieder so ungefähr 2,5 Stunden wieder zurückfahre, dann wird man das nochmal, glaube ich, ganz anders merken. Ne? Gut, dann Frage 3. Für welche Harley-Modelle gibt es den Nivomat? Begonnen hat das Ganze ja mit den Harley-Davidson Touring-Modellen. Mhm. Die Modellpalette ist mittlerweile komplett ausgebaut. Das heißt, ich glaube, ab Modelljahr 2008 können wir so ziemlich jedes Touring-Modell ausstatten, bis zum aktuellsten Modelljahr jetzt auch. Mhm. Wir werden uns natürlich auch die neuen CVO-Modelle angucken, die jetzt rausgekommen sind. Ja. Das kommt jetzt als nächstes. Dann haben wir die Nivomat-System für die Sportster 250S speziell entwickelt. Den gibt es. Und ab nächstes Jahr Februar, März 2024 wird es den Nivomaten auch für alle Softail-Modelle geben. Okay. Das heißt unter anderem Lowrider ST, Lowrider S und so weiter, Breakout. Ja. Da sind wir dran. Also der finale Prototyp ist hier schon in unserer Sportglide verbaut und funktioniert auch. Und jetzt geht es an die Serienproduktion und dann sind wir im Februar oder März nächstes Jahr lieferbar. Nicht schlecht. Dann huschen wir direkt mal weiter zur nächsten Frage. Genau, das ist so ein bisschen, wo ich nicht ganz genau wusste, was der Kollege meint, aber ich glaube, du weißt das. Mhm. Wie wird der Nivomat eingestellt? Geht es da eher um das Thema, vorab die Information zu bekommen, welches Gewicht man quasi hat und der Beifahrer Sozia oder wie auch immer? Genau. Ist das damit vielleicht gemeint? Ja, oder? Das denke ich, dass das damit gemeint ist. Also im Grunde geht es immer darum, wir müssen einmal das Gewicht des Fahrers haben, also fahrfertig, im besten Falle dann das Gewicht mit Fahrerbekleidung entsprechend. Darauf stellen wir das Set einmal so ein, dass die Federrate, die Stahlfeder also passend ausgelegt ist und die Vorspannung dazu passt. Weil wir sicherstellen wollen, dass, und das ist eben auch so wichtig nach dem Einbau von dem Nivomat-System, der Negativfederweg von 20 mm auch wirklich passend eingestellt ist, hat den Hintergrund, dass der Nivomat immer wieder diese 20 mm Negativfederweg sowieso herstellen möchte. Ja. Und wir wollen vermeiden, dass der für dich als Fahrer, du bist ja, sag ich mal, die Mindestbeladung, womit das Fahrzeug unterwegs ist, dass er dafür schon anfangen muss zu pumpen, weil dann würden wir zum einen Reserven verbrauchen und zum anderen würde unnötig die Federrate erhöht. Ja. Wir hatten ja eben gesagt, ne, die Gasfeder wird beim Aufnivellieren eben komprimiert, Federrate erhöht sich und das würde sie unnötig tun, wenn du als Fahrer alleine damit unterwegs bist. Ne, und das heißt also, man stellt einmal nur eben über die Federvorspannung der Stahlfeder das Ganze nach der Montage ein und danach nie wieder. Okay, alles klar, dann schauen wir mal weiter. Und zwar, wie sind die Wartungsintervalle? Im Grunde genommen ist der Nivomat selber, sprechen wir über, wie gesagt, auch das linke Federbein hier, das Nivomat-System an sich wartungsfrei. Ja. Okay. Liegt so ein bisschen an der Fertigungsweise, ist ja in Kooperation mit ZF entstanden, das Ganze. Ja. Die fertigen ansonsten diese Fahrwerke eben für den Automobilmarkt, im OEM-Markt. Ja. Das ist so gefertigt, dass es alles miteinander oder ist verkapselt, die Sachen sind verschweißt, da muss auch nichts gewartet werden. Die haben sehr lange Lebensdauer. Wir haben da Langzeittests von, ich glaube, mittlerweile irgendwie 200.000 Kilometer oder sowas, was sie dann auf dem Prüfstand simulieren. Okay. Und da passiert mal gar nichts. Bei unserem Ecoline-Federbein, also bei dem konventionellen Federbein auf der Seite hier, muss man sagen, da sollte man nach so 25.000 Kilometer ungefähr eine Wartung durchführen lassen. Mhm. Geht bei unseren geschulten Partnern, sind auf unserer Webseite zu finden. Ja. Und oder eben bei uns hier direkt im Werk dann einschicken, bietet sich natürlich die Wintersaison dann an. Ja. Im gleichen Zuge im Übrigen wäre dann auch ein Gabelservice wieder fällig. Ja. Nach so gut 25.000 Kilometer Gabelöl tauschen sollte man dann auch ziehen. Gut, dann Frage Nummer 6. Wie lange dauert der Einbau? Das haben wir gerade schon mal besprochen, ist eine relativ schwierige Frage eigentlich, ne? Genau, richtig. Ja, ich meine, wir machen hier fast nichts anderes. Das ist nur tägliches Brot. Und die Jungs hier, unsere Mechaniker, haben sich natürlich darauf spezialisiert, haben so ein paar Kniffe, Werkzeuge sich organisiert, dass wir das hier zügig und wirklich auch gut eingebaut bekommen. Ja.
soll aber kein Standard sein, sage ich mal, auch für einen Harley-Dealer, wo die Mechaniker das eben nicht jeden Tag machen. Ja. So, und dann kann ich durchaus mal, auch gerade bei so einer Road Glide, wo die feste Verkleidung vorne dran sitzt, mit Sicherheit von 3-3,5 Stunden ausgehen, weil hinten ist es ja immer schnell gemacht. Vorne die Gabel ausbauen und auseinandernehmen und zerlegen, dauert dann eben nochmal länger. Ne? Natürlich, wenn nochmal zusätzliche Schäden auftreten, wie wir es jetzt bei dir hier festgestellt haben, ne? Simmering ist undicht, dann geht man nochmal hin und nimmt das noch weiter auseinander, die Gabel, dann macht man wirklich einen Gabel-Service da dran, das heißt, wir machen dann Simmeringe und Führungsbuchsen direkt mit neu und damit das dann auch, wenn man es schon mal auseinander hat, dann alles wieder vernünftig funktioniert. Und ich muss dazu sagen, ich wusste das ja jetzt auch nicht, ne? Und das gibt einem auch mal ein ganz anderes Gefühl, auch nochmal on top nochmal mehr Sicherheit. Ja, dann, ne? Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau. So, dann Frage Nummer 7, finde ich auch sehr interessant. Wo kann ich denn sowas mal Probe fahren? Also, sowieso bei uns. Wir haben die Fahrzeuge oder so ein Fahrzeug immer hier vor Ort zum Probefahren, ganz klar. Ansonsten auf unserer Webseite mal nachschauen unter wilbers.de/Händler. Mhm. Dort gibt es eine Umkreissuche, dann im rechten Feld auswählen LDC oder Nivomat Stützpunkt. Ja. Händler, beziehungsweise Testcenter heißen die. Und die sind verpflichtet, also auch einen Vorführer vorzuhalten. Okay. In der Regel ist das irgendein Touring-Modell. Ja. Kann aber auch sein, dass die ein Touring-Modell und eine Sportster 250 zum Beispiel da haben. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Harley-Dealer demnächst auch irgendein Software-Modell vor Ort haben zum Probefahren. Ja. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, auch in eurer Nähe dann entsprechend sowas Probe zu fahren. Okay. Dann die nächste Frage, da weiß ich, woher das kommt, von meinem Kumpel. Grüß dich, Stefan. Und zwar, gibt es Wilbers auch in den USA? Ja, selbstverständlich. Haben wir dort auch etablieren können. Wir haben einen Importeur in den USA, der die Sache dort für uns vertreibt, auch sehr erfolgreich vertreibt. Das ist Wilbers USA, beziehungsweise die Firma EPM. Okay. Und wie gesagt, der offizielle Importeur von uns, der auch dort von unserem Markenbotschafter tatsächlich vor Ort auch mal geschult wurde und auch das System erklärt bekommen hat, der kennt sich also auch genauso gut aus wie wir hier im Werk. Ja. Da gerne in vertrauensvolle Hände dahin gehen und sich daran wenden, die kennen sich aus. Ganz kurz vielleicht vorab, die ganzen Links haue ich einfach unten in die Beschreibung mit rein. Da könnt ihr einfach draufklicken, euch informieren. Genau. Das, glaube ich, macht am meisten Sinn. Ja. So, dann die letzten beiden Fragen. Frage Nummer 9. Baut ihr auch Tieferlegungen? Das kommt auch immer wieder auf das Thema. Haben wir jetzt tatsächlich bei uns aufgenommen, weil klar, wenn solche Fragen des Öfteren aufkommen, ne, viele mögen natürlich diese etwas gedrungene Optik dann. Grundsätzlich muss man ja sagen, der Nivomat Kit, gerade bei den Touring-Modellen, legt das Fahrzeug erstmal ein Stück höher. Also wir haben hier im Grunde eine 13-Zoll-Länge. Bei Street Glide und Road Glide sind sonst immer die 12 Zoll Federbeine verbaut. Das heißt aber, wir haben auch etwas mehr Gesamtfederweg nachher zur Verfügung. Und dadurch, dass wir diesen 20 mm Negativfederweg gewährleisten, haben wir nachher noch irgendeine Differenz von guten 10 mm, wenn man drauf sitzt. Also das Fahrzeug steht nachher ähnlich da. Nichtsdestotrotz, klar, die Frage, geht das jetzt auch wieder tief? Ja. Und jetzt gibt es eben im Aftermarket-Bereich auch solche Tieferlegungskits, die man da dran bauen kann. Da sind wir jetzt gerade mit am Testen, wollen das verbauen. Mhm. Hier sehen wir hinter uns das unser Bike hier. Da werden wir das anbauen, um einfach zu gewährleisten, dass mit diesem Tieferlegungssatz auch der Nivomat nach wie vor so arbeitet, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und wenn das funktioniert, wird es das auch von uns mit Freigabe und ABE geben. Ja. Dann braucht man sich da auch keine Gedanken mehr drum machen. Dann hat man wieder die etwas tiefere Optik. Ja. Ja. Alles klar. So, und dann letzte Frage. Gibt es Abhilfe für ein schwammiges Fahrgefühl ab 160 km/h? Auch da ist gerade ganz aktuell bei uns ein Thema aufgekommen, weil klar, auch solche Fragen kommen bei uns auf. Wir kennen diese Thematik, betrifft nicht alle Fahrzeuge, betrifft spezielle Fahrzeuge mit gewissen Aufbauten, wo dieses Hochgeschwindigkeitspendeln auftritt. Mhm. Dann ist natürlich immer schnell geneigt dazu sagen, ich baue mir ein Fahrwerk ein und dann ist das Thema erledigt. Ja. Wenn das so einfach wäre, wäre es schön. Also wir können natürlich immer so ein bisschen die Symptome ausgleichen oder bekämpfen.
bekämpfen mit unseren Fahrwerken, ja. aber die Ursache, da muss man eigentlich rangehen. Ja. Und die kommt woanders her. Die hat nichts mit unserem Fahrwerk zu tun. Mhm. Auch wenn einem das, oder wenn einigen das so ein bisschen manchmal so vorkommt, dass man sagt, Mensch, das ist sogar Fahrwerk eingebaut, und das ist mir aufgefallen, dass es auf einmal stärker da ist. Und das hängt aber damit zusammen, dass der Nivomat auch mehr Bewegung wie vorher zulässt und die Ursache aber woanders zu suchen ist. Ja. Und wir betreiben da gerade auch hier bei unserem Bike so ein bisschen Ursachenforschung gerade. Ja. Schauen uns mal hinten jetzt aktuell hier genau die Schwingenlagerung an, die man durchaus hinterfragen darf. Ist bei Harley auch sehr speziell, Gummi gelagert und so weiter. Ja. Und wir versuchen jetzt mal der Sache so ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen, indem man schaut, wie kann ich das eventuell etwas versteifen, wie kann ich da Stabilität reinbringen. Das schauen wir uns natürlich an. Und ja, bei dieser, ich sag mal, ein zweiter Faktor ist immer alles, was rotierende Masse ist, also Rad-Reifen-Kombinationen, Lagerstellen und so weiter, sollten per se sowieso immer kontrolliert werden, weil da, sag ich mal, auch häufig was sein kann, da reicht es mal, wenn eine Felge einen kleinen Höhenschlag hat oder sowas, dann kann sowas natürlich auch zustande kommen. Ja. Perfekt, alles klar. Ich glaube, das war erstmal, also dass wir alle Fragen erstmal gut beantwortet haben, würde ich sagen. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare, dann genau, würden wir das auch mal beantworten. Ne? Klar. Und ja, das war's soweit. Erstmal vielen Dank. Super. Und ich denke mal, das passt erstmal soweit. Und ja, sagt einfach Bescheid, Leute. Geht gerne mal bei Wilbers auch bitte auf die Seite, auf die Social Media Kanäle. Lasst gerne mal ein Abo da, würde uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss. Danke. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jog. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jog. I fucked up this Russell. Gay, we hustle. But then what? Then oh my.